Und die Ampel stand halt schon wie sonst auch immer um 10 nach 6 auf grün. Und die ist halt dann auf grün geblieben. Wenn ich jetzt ich kann mir denken, das wird an anderen Bahnhöfen, selbst wenn die Strecke einspurig ist, wird es ja nicht sehr viel anders sein, ja. Das heißt, die Ampel steht auf grün. Wenn der Zug nicht kommt, weil er Verspätung hat, dann bleibt die Ampel halt auf grün. So, und was passiert jetzt halt? Während der Zug in Kolbermoor schon losfährt, trifft genau zur gleichen Zeit der Zug in Bad Aibling ein. So. Es wird vergessen, die Ampel auf Rot zu stellen, weil man einfach vergessen hat, dass die Ampel auf Grün steht. Kann passieren. Und maximal eine Minute später fährt der Zug in Bad Aibling auch los. Ja, beide Ampeln stehen auf Grün. Jeder Zug ist aus seiner Sicht berechtigt auf der Strecke. Es kommt zum Crash. Was ein Wunder. So. Und warum ist das jetzt so schwer zu ermitteln? Anders kann es ja nicht sein. Das ist es logisch gar nicht möglich, dass sowas passieren kann. Wenn man mal rein nüchtern an diese Sache rangeht. Es klingt halt jetzt in erster Linie eigentlich ziemlich böse. Aber wenn man halt das einfach mal so auslegt, dann kommt man halt drauf, sehr viel anders kann das nicht abgelaufen sein. Sonst hätten die Sicherheitsmechanismen gegriffen. So, aber dass halt irgendwie von Haus aus jemand die Eier dazu hat, um das halt auch offen zu sagen. Das war Fehlanzeige mal wieder. Das war in der Pressekonferenz mal wieder echt typisch. Da hat niemand eigentlich das Offensichtliche ausgesprochen. Und stattdessen hat man dann so, also bei der Pressekonferenz, was die Presse da teilweise für Fragen gestellt hat, da haben wir auch gedacht, Alter, lasst es bitte. Das ist doch kein Journalismus mehr. Auf die Frage, ob das denn überhaupt funktioniert, das System, ja. Kam denn die Antwort vom Bahnbeauftragten? Ja, die Strecke hat man vorherige Woche inspiziert. Auch diese Zugüberwachung, bla bla, es wurden keine Mängel festgestellt. Und dann fragen die Journalisten nach, war das vor oder nach dem Unfall? Ja, mal davon abgesehen, dass es erstens überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil es eh nicht defekt war, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Hey, wenn was nicht kaputt ist, ist es doch völlig egal, wann das kontrolliert wird. Und zweitens, hätten die ein bisschen zugehört, wüssten sie, dass es eine Woche vorher der Fall war. Und solche Fragen sind doch eigentlich nur wieder dafür da, um so tolle Überschriften zu machen wie weil die Bahn die Sicherheit vernachlässigt, bla bla bla, ja genau. Weil die Bahn erst nach einem so großen Unglück auf die Idee kommt, etwas zu inspizieren, kam es erst dazu. Scheißegal, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, ob da Mängel waren oder nicht. Das ist so. Das ist deutscher Journalismus. Das ist Qualitätsjournalismus. Also wieder das Gleiche, wenn in Berlin wieder die Leute so schreiben, so, ja, ey, und da ist ein Flüchtling vom Flüchtlingsheim aus Protest, weil ja, die Lebensumstände so stehen, hat er, ist er verhungert. Ein Blatt hat's geschrieben, alle haben's geschrieben, und im Nachhinein kommt raus, ey, das stimmt ja gar nicht. Das ist deutscher Qualitätsjournalismus. Ja. Und warum? Weil wir uns wieder alle nur berieseln lassen und unser Hirn nicht mehr einschalten. Ja? Aber das Gefühl, wir wollen gar nicht mehr nachdenken. Das macht mich eigentlich ziemlich sauer. Aber na gut, was wir machen. Das läuft einfach zurzeit so extrem viel falsch in der Welt.
ich würde jetzt gar nicht mit dem Aufzählen, was alles falsch läuft, hinterherkommen. Mal davon abgesehen, dass ich das Thema wahrscheinlich schon irgendwie 70.000 Mal zumindest angeschnitten habe. Was mich einfach zurzeit einfach alles so an der Welt tierisch ankotzt. Vom US-Präsidentschaftswahlkampf-Schrott mal ganz zu schweigen. Also, was die Amerikaner im Moment da. Ach du meine Güte. Oh. Ich hab jetzt keine Ahnung, wann diese Folge kommt hier. Bei mir ist es jetzt gerade der 24. Februar. Da ist Donald Trump noch im Rennen. Leider. Und ich will da nichts sagen, aber mehr als hohle Phrasen rauftischen kann der doch gar nicht. Das ist noch weniger Inhalt, als die AfD hat. Aber anscheinend funktioniert es ja, ne? Ich meine, die AfD ist in... Oh Gott. Irgendwo, wo jetzt eine Landtagswahl ist, bei 17%. 17%? Für eine Partei, die ganz offensichtlich Rechtspopulisten sind, die ein, die nicht nachdenken, wenn sie überhaupt irgendwas sagen, ja, alles aber immer automatisch besser wissen. Also man kann viel sagen, ja. Man kann kritisieren. Man kann sagen, ja, ich finde die aktuelle Flüchtlingspolitik scheiße. Weil, sind wir mal ehrlich, das ist sie auch. Aber dann sage ich, ja, mach's doch erstmal besser. Das Problem ist, ich persönlich wüsste nicht, wie man es wirklich auch besser machen soll, ja. Weil die Menschen sind ja wirklich in Not, ne? Man kann jetzt auch nicht sagen, so wie Österreich, wir lassen nur noch 80 Leute an. Also man kann schon, ich meine, sie haben es ja gemacht. Also das Größte, wenn man so sagt, wenn man halt irgendwas so hört und dann kommt als erstes die Antwort von irgendjemand, ja, das kann man jetzt aber so nicht sagen, ne? Wo er es doch gerade so gesagt hat, ja? Und natürlich kann ich jetzt so sagen, ja, man kann das ja doch nicht machen, dass man nur noch 80 am Tag reinlässt, aber man kann es ja schon machen. Ich meine, die machen es ja. Aber das ist doch auch nicht die Lösung. Ich meine, klar, so schafft man es zumindest, die Unruhen im Land so unter Kontrolle zu haben. Aber man sagt, ja, schaut, wir kümmern uns um euch, besorgtes Volk. Ihr müsst keine Angst haben, es kommen nur 80 Leute am Tag. Das sind jetzt, wenn man es zwar jetzt mal hochrechnet, ja, am Tag, wenn man mit 365 Tagen rechnet, im Jahr 365 mal 80 sind 3650 mal 8, sind ja immer doch 24.000. Wenn man das jetzt mal auf die Bevölkerung von 8 Millionen runterrechnet, ja, gut, könnte mehr sein, ja? Aber es sind Österreicher, was will man da erwarten, ne? Und bei uns ist es ja im Moment noch so, man will ja irgendwie, also ich persönlich habe nichts dagegen, wenn alle reinkommen. Ich meine, wenn die Integration klappt natürlich, das ist das Wichtigste. Also Integration muss klappen. Und Integration kann nicht klappen, wenn da lauter Vollidioten auf der Straße rumrennen, die sagen, wir sind das Volk, die Flüchtlingsheime anzünden. Und das Lustige ist ja, wir hatten ja sowas Ähnliches schon mal. Allerdings waren das damals die Sudetendeutschen.
Das war auch eine riesige Flüchtlingswelle, aber irgendwie damals ging das auch. Und das hat mit der Integration vollständig geklappt. Man war vielleicht damals nicht von den Kulturen her so extrem weit entfernt, wie jetzt halt wir hier mit den Flüchtlingen aus Syrien. Das ist der Islam. Mit dem Islam hat man halt teilweise nach den Anschlägen von Paris, mit dem, was man in den Nachrichten so alles über den IS hört, Entschuldigung, über den sogenannten IS, das muss man dazu sagen. Ja, natürlich hat man dann zum Thema Islam und Muslime, hat man erstmal Angst, ja? Wenn man allerdings mal einen kleinen Schritt weiter denkt, ja, zu dem ganzen Thema, dann merkt man erstmal, die sind ja vor dem IS geflohen. Und warum sind sie vor dem IS geflohen? Ja, richtig. Weil die anderer Meinung sind. Das heißt, die Muslime, die zu uns flüchten, sind nicht die Muslime, vor denen wir Angst haben müssen, weil sie Terroristen sind. Aber anscheinend geht es in den Kopf von gewissen Dresdner besorgten Bürgern nicht rein. Ha? Dass die Menschen vor dem Scheiß flüchten, vor dem sie selber auch Angst haben. Und dass die Menschen, die vor etwas flüchten, vor dem wir alle Angst haben, ja, dass die nicht die sind, vor denen wir Angst haben, weil die selber Angst haben. Es ist doch logisch. Aber ich denke, das kann doch nicht wahr sein, wie man so einen Knoten im Hirn haben kann, dass man denkt, die wären gefährlich. Es ist toll, also wenn es nicht eigentlich so zum Heulen wäre, könnte man eigentlich ein megamäßiges Comedy-Programm das machen, was bei uns zurzeit abgeht. Also, wahrscheinlich muss man es auch mit Humor sehen. Das ist das Einzige, wie man einfach nicht das Palanke Kotzen davon kriegen kann, weil das Ganze einfach nur lächerlich macht. Aber damit muss man ja auch vorsichtig sein, ja. Wenn man auch nur irgendwas lächerlich macht, ja. Eieiei, ich will ja nicht sagen, aber ich weiß nicht, wer hat denn die Talkshow gesehen zu. Gott, ich glaube, es ging da. Bei wem war das? Ich glaube, bei Markus Lanz oder so. Lanz ist ja sowieso so eine Wissenschaft für sich, ne? Also Lanz mit Samuel Koch. Alter, das war so. Oh. So dumm, was der Typ gemacht hat. Aber gut. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Auf jeden Fall zum Thema: Das Buch, er ist wieder da. Und da war dann das Thema so: Darf man denn über den Nationalsozialismus und über Hitler als Person überhaupt lachen? Spätestens seitdem Familie Braun im Fernsehen lief, weiß man, ja, man sollte es vielleicht auch. Davon abgesehen, diese Serie ist wirklich genial. Schaut sie euch an. Also, selten sowas Gutes gesehen aus deutscher Produktion.